Servus, ich bin's, der Götz. Wir machen heute einen schönen Hühnereintopf für die kalten Tage. Für den Hühnereintopf braucht ihr ein Suppenhuhn, ein halber Esslöffel Meersalz, 3 Lorbeerblätter, ca. 20 Pimentkörner, 2 Nelken, 1 Teelöffel schwarzer Pfeffer, etwas geriebene Muskatnuss, eine Packung Suppengrün aus dem Supermarkt, 2 Zwiebeln, 1 bis 2 Brokkoli, 100 Gramm Suppennudeln. Ich habe hier schon mal das Hühnchen vorbereitet. Ich habe hier schöne Hühnerkeulen und noch ein bisschen Hühnchenkarkasse und auch Abschnitte. Das Fleisch und die Knochen lege ich jetzt gleich in kaltes Wasser. Jetzt machen wir noch einen Esslöffel Salz dazu und bringen das jetzt langsam zum Kochen. So wie das Wasser heiß wird und das Eiweiß stockt, das hühnchen-eigene Eiweiß, wird sich das an der Wasseroberfläche absetzen. Und das zeige ich euch dann, das muss man einfach nur abschöpfen, weil das macht auch die Suppe trübe und das sind einfach Schwebeteilchen, die da keiner drin haben möchte. In der Zwischenzeit richten wir uns schon mal unser Suppengemüse her. Vom Lauch nehmen wir uns schon mal so die äußeren, etwas härteren Blätter. Nur die Zwiebel, die brauchen wir eigentlich nicht schälen, wenn die Schale sauber ist. Nehmen wir nur hier vorne den Zipfel und den Strunk weg. Petersilie, die hacken wir auch immer ein paar Mal so grob durch. Wir lassen jetzt die Suppe erstmal aufkochen, bis dieser weiße Schaum sich auch bildet und wir den dann abschöpfen können. Erst dann geben wir die Gewürze dazu und die Gewürze lässt man dann so circa eine halbe Stunde mit drin zum Kochen. In den ersten 10 Minuten bildet sich so dieser Schaum immer nach und nach und wenn sich kaum noch Schaum bildet, dann macht man die Gewürze. 3 Lorbeerblättchen, 15 bis 20 Pimentkörner. 2 Nelken. Nelken ist ein sehr extremes Gewürz. Und dann ungefähr 1 Teelöffel schwarze Pfefferkörner und noch ein bisschen geriebene Muskatnuss. In der Zwischenzeit schneiden wir unser Gemüse in gewünschte Formen. Den Sellerie, würde ich sagen, machen wir uns schöne Würfel. Die 3 Gemüse haben alle unterschiedliche Garstufen und Garzeiten und die tun wir uns alle in separate Schüsseln. Nehmen wir hier unseren Sellerie. In der Zwischenzeit machen wir jetzt aber mal in unsere Hühnerbrühe noch das Suppengemüse dazu. So, der Sellerie hat jetzt so knappe 3 Minuten gekocht. Der Lauch geht natürlich ein bisschen schneller. Okay, den Lauch nehmen wir raus. Und mit unseren Karotten weiter. So, die Karottenscheibchen, die waren jetzt auch circa 2 Minuten drin. Und zum Schluss den Brokkoli für ebenfalls 2 bis 3 Minuten. Und als letztes können wir jetzt noch unsere Suppennudeln gleich hier im selben Wasser kochen. So, aus unserer leckeren Brühe fischen wir uns jetzt unsere Hühnerkeulen raus. In der Brühe nehmen wir uns jetzt gleich mal was durch ein Sieb in unseren extra Topf, dass wir da keine Stückchen mehr drin schwimmen haben. Ein bisschen Salz fehlt da auf jeden Fall noch. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um das Fleisch. Die Haut, die tun wir runter. Also, unser Hühnereintopf ist fertig. Perfekt für die kalten Tage. Lasst es euch schmecken.